Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Die Verräterin, das Imperium der Masken von Seth Dickinson. Worum geht's in dem Buch? Barus Heimat Taranoke wurde von dem Imperium der Masken erobert. In dessen Schulen ausgebildet und als hochbegabt tituliert, wird Baru von dem Imperium in die Kolonie Odwin geschickt, um die rebellischen Herzogtümer niederzuhalten. Zwischen den Fronten geraten, muss sich Baru entscheiden. Steht sie auf Seiten der Rebellion oder auf Seite des Imperiums? Meine Meinung zu diesem Buch. Ich fand den Schreibstil im Groben und Ganzen ganz angenehm. Er enthielt ein paar schöne Formulierungen und ich fand es auch clever gemacht, wie Informationen so in diesen Text eingewoben wurden. Nervig jedoch fand ich diese fast schon Bombardierung von Namen, Sprachen, Völkern. Das hat den Einstieg nicht unbedingt so angenehm gemacht. Ich war jedoch kein Freund davon, wie komplexe Abläufe, gerade auch so in Sachen politische Strukturen, Systeme, Intrigen beschrieben wurden. Es war jetzt auch nicht komplett unverständlich, aber man hätte es besser machen können. Grundsätzlich wurde diese Geschichte sehr technisch, sehr unemotional beschrieben. Man könnte es schon als trocken bezeichnen. Dieses Buch besteht zu 99% aus Politik, Strukturen, Intrigen, Systeme. Wer das mag, auch gerne trocken beschrieben, der wird hier dran wirklich seine Freude haben. Das ist auch durchaus interessant und es ist auch keinesfalls schlecht gemacht. Allerdings eben auch so gerade durch die Art, wie es erzählt wird, so dieses unemotionale, leicht trockene. Spannung bringt das jetzt nicht gerade. Gerade auch durch die Geballtheit und die Dauer hat das hier eher Charakter einer Studie bekommen, als dass ich freudig zu diesem Buch gegriffen hätte, um mich unterhalten zu lassen. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass sich hier viele Parallelen im weitesten Sinne zu unserer Gesellschaft ziehen lassen. Das Buch zeigt zum Beispiel, wie so Welthandel, Finanzpolitik funktioniert und auch, wie korrupt und wie scheinheilig dieses System ist. Selbst sowas wie Sexismus, Intoleranz wird in diesem Buch aufgegriffen. Oder auch Fanatismus spielt eine Rolle in Form von diesen sadistischen Behandlungsarten gegen diese Sünden, die tatsächlich real so ähnlich von Kirchen praktiziert wurden. Diese Parallelen zu entdecken, zu verknüpfen, zu analysieren, das hat mir wirklich durchaus gefallen. Dieses Buch legt sehr viel Wert auf Undurchsichtigkeit, auf wirklich unvorhersehbaren Wendungen und das ist denn auch sehr häufig tatsächlich gelungen. Allerdings habe ich mir da auch die Frage gestellt, okay, konnte man das jetzt nicht vorhersagen, weil das einfach ein genialer Schachzug war oder weil das jetzt komplett an den Haaren herbeigezogen wurde. Ich fürchte mal so, also es hat durchaus Spaß gemacht, zu versuchen, die Schachzüge der Gegenparteien zu erraten und aktiv mitzudenken. Manche Symbole oder Wendungen fand ich aber wirklich schon ziemlich weit hergeholt. Übrigens galt es auch für das komplette Ende, was für mich schon so ein Nachgeschmack von und dann öffnete sie die Augen und es war alles nur ein Traum hatte. Also schon sowas von, naja, es war jetzt ein bisschen einfach gemacht, ne? Beziehungsweise auch so nicht unbedingt plausibel und so ein bisschen, ja, nie ist klar. Dummerweise dreht sich gelegentlich die Handlung tatsächlich auch im Kreis, was sie auch so ein bisschen gestreckt hat. Was ich aber viel schlimmer fand, der Autor hat leider ziemlich deutlich gezeigt, dass er kein Händchen für Charaktere hat. Allesamt spielen sie ihre Rolle, aber sie wirken eben nicht authentisch, echt vielschichtig. Es hat wirklich häufig so dieses, als wäre das ein Schauspiel und eben keine authentische Geschichte. Ich fand, sie wurden auch fast überhaupt nicht beschrieben. Also nicht mal im Bereich Optik, geschweige denn sowas wie besondere Charaktereigenschaften oder bestimmte Gestiken oder ähnliches. Die Geschichte wird auch ausschließlich durch die Protagonistin erzählt, was ich gerade aufgrund der Komplexität der Geschichte nicht gut gewählt fand. Also ich hätte mir mehrere Ansichten gewünscht oder einen allwissenden Erzähler, weil ich meine, hier passieren auch so viele Handlungsstränge theoretisch parallel und es gibt genug Figuren, dass das möglich gewesen wäre, meines Erachtens notwendig gewesen wäre. Leider fehlt es in diesem Buch auch so komplett an Sympathieträger. Es gab keine Lieblingsfiguren, mit denen man hätte mitbangen können oder wo man so denken könnte, ey, wenn der stirbt, dann breche ich dieses Buch jetzt hier ab. Das gab es einfach nicht. Im Gegenteil, das Schicksal so ziemlich aller Figuren war mir komplett egal. Und es hat mich emotional eben überhaupt nicht packen können. Ich hatte leider auch gerade meine Probleme mit der Protagonistin, denn entweder war sie mir komplett egal oder ich fand sie schrecklich unsympathisch. Ich fand ihren Charakter auch wenig stimmig, denn auf der einen Seite wurde sie mir so als die Verkörperung von Taktik und Kalkül beschrieben und auf der anderen Seite hat sie dann ganz plötzlich gegen jegliche Vernunft dumm und emotionsgesteuert gehandelt. Sie wird als Wunderkind bzw. Hochbegabte tituliert. Sie ist klug und taktisch und voller Kalkül. Jedoch schien sie nie einen Plan B zu haben und setzte immer alles auf eine Karte und hoffte dann halt das Beste. Ohne jegliche Form von Weitblick
Ich fand das nicht stimmig. Wie gesagt, sympathisch war sie mir auch nicht unbedingt. Also sie ist schon ein starker Charakter. Sie hat einen starken Willen und sie ist auch durchaus klug. Allerdings ist sie auch sehr selbstsüchtig, intrigant und stark selbstüberschätzend. An manchen Stellen dann sogar geradezu kalt und unmenschlich. Das sind jetzt nicht unbedingt Charaktereigenschaften, die ich bevorzugen würde. Mein Fazit also zu diesem Buch. Gedanklich steckt in diesem Buch wirklich sehr viel. Es ist sehr politisch, es ist taktisch, strategisch und es hat sehr viele unvorhersehbare Wendungen. Das ist auch überhaupt nicht schlecht gemacht, aber es erwartet einen eben eigentlich nichts weiter, weshalb ich es auf Dauer eher trocken fand. Ich muss leider sagen, dass mich dieses Buch, ich weiß gar nicht genau wann, aber ab einem bestimmten Punkt verloren hat und es hat nicht geschafft, mich wieder zurück ins Boot zu holen. PS, natürlich wird hier hinten drauf als Werbetext praktisch auch damit geworben, dass diese Reihe hier ja das Potenzial dazu hätte, ein würdiger Nachfolger von George R.R. Martins Game of Thrones zu werden. Damit tut man sich wirklich keinen Gefallen, denn um es mal ganz deutlich zu sagen, wenn man es mit Game of Thrones vergleicht, stinkt dieses Buch hier massiv ab. Mich nerven so eine haltlosen Vergleiche und dass man eben so mit fremden Titeln wirbt. Denn bitte, nicht jede Vampirgeschichte ist Twilight, nicht jede Dystopie ist Panem, nicht jede Fantasygeschichte ist Herr der Ringe. Mit solchen Erwartungen, die man ja dann zwangsläufig bei solchen Vergleichen weckt, tut man sich als Verlag wirklich überhaupt keinen Gefallen und sorgt eher für Frustration beim Leser. Okay, so viel dazu. Das war's dann jetzt auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!